Hallo meine Freunde und herzlich willkommen. Ich darf euch begrüßen und zwar heute zum besten LOL-Quiz auf meinem Kanal. Das ist auch mein erstes und deswegen automatisch das Beste. Zunächst darf ich euch unseren Moderator für diese Folge vorstellen und zwar ist es kein anderer als Tobi van Schmobi. Ja, ich freue mich natürlich, ja, vielen Dank. Ich freue mich sehr herzlich bei Ihnen hier am Start zu sein und diese ganze Folge moderieren zu dürfen. Ich habe euch heute das einzigartige LOL-Quiz mitgebracht und möchte es euch in Gänze erklären. In diesem LOL-Quiz haben Sie die einzigartige Möglichkeit herauszufinden, hey, wie viel weiß ich eigentlich über League of Legends und wie groß ist eigentlich mein Brain? Außerdem sollte man sagen, dass der Ausgang dieses Testes komplett über Ihre zukünftige Laufbahn entscheiden wird. Für dieses Quiz habe ich euch heute 7 einzigartig ausgewählte Fragen mit verbesserter Rezeptur mitgebracht, die ich auf diesen Zetteln hier notiert habe. Für die Fragen 1 bis 5 gibt es jeweils pro richtige Antwort 2 Punkte. Es ist auch immer nur eine Antwortmöglichkeit richtig, das heißt, es ist entweder A oder B oder C oder D. Außer ich sage euch was anderes. Es ist ebenfalls verboten, das Video anzuhalten. Es wird euch genügend Gedenkzeit eingeräumt. Wer das Video anhält, ist ein Unehrenmann, ein Möhrensohn und ein Kartoffelkopf. Wird nie wieder in seinem Leben guten Sex haben. Und wenn er noch nie Sex hatte, wird er auch niemals Sex haben werden. Wurden, waren, werden, sollen. Und nun ist es Zeit, denn die Sendezeit läuft uns davon. Beginnen wir mit Frage Nummer 1, die natürlich hier notiert wurde. Welcher der folgenden Spells verursacht keinen physischen Schaden? Ist es die Irelia W? Ist es die Rek'Sai W? Ist es die Fiora W? Oder vielleicht doch die Camille W? Bitte legen Sie nun alle Stifte zur Seite und loggen Sie Ihre Antwort ein. Die richtige Antwort ist hier C, die Fiora W. Denn diese verursacht tatsächlich magischen Schaden. Frage Nummer 2. Welcher der folgenden Spells verursacht den höchsten Single-Target-Damage? Ist es A, die Fizz-E? Ist es B, die Xerath Q? Ist es C, die Morgana Q? Oder ist es D, das empowerte Vladimir Q? Die Wette quillt und damit haben wir eine Antwort. Die Xerath Q macht tatsächlich am wenigsten Schaden mit 240 Damage. Dann kommt die Fizz-E mit 270 Damage. Dann, ich weiß nicht, wie man auf diese Zahl kommt, kommt die Vladimir Q mit 296 Damage. Ja, genau diese Zahl. Und die richtige Antwort hiermit ist die Morgana Q mit saftigen 300 Schaden. Frage Nummer 3. Welcher dieser Champions hat nur 2 zusätzliche Skins? Bedeutet Standard plus 2. Ist es A, Azir? Ist es B, Camille? Ist es C, Kalista? Oder D, Rek'Sai?
bitte nun Ihre Antwortmöglichkeit einloggen. Die Zeit ist genau jetzt vorbei. Asia ist falsch mit 4 Skins. Callister ist ebenfalls falsch mit 3 Skins. Rek'Sai ist richtig mit 2 Skins. Naja, denn Camilla hat auch 3. Rek'Sai hat nämlich nur den Eternum-Skin und den Wasser, also den Pool-Party-Skin. Hat mich selbst gewundert, Rek'Sai gibt's ja schon eine ganze Zeit lang, aber mehr Skins hat sie nicht. Armes Ding. Bevor sich Leute hier benachteiligt fühlen, wir haben das gesamte Spektrum der Lanes, also nicht alle, aber wir gehen durch die Kluft von oben nach unten. Und deswegen folgende Frage. Du hast ein BF-Sword im Inventar und eine Pickaxe, zu Deutsch Spitzhacke. Du möchtest einen Infinity Edge kaufen. Wie viel Geld benötigst du insgesamt, um dieses jetzt noch kaufen zu können? Ist es A 1200 Gold? Ist es B 1225 Gold? Vielleicht ist es aber auch C 1250 Gold? Oder sogar vielleicht Antwortmöglichkeit D, 1275 Gold. Oder wie man auf Italienisch auch so gerne sagt, Oros. Ja, Oros. Bist du dir wirklich sicher, dass das die richtige Antwort ist? Willst du vielleicht nicht doch nochmal nachdenken? Dich umentscheiden? Wenn diese Antwort falsch ist, gehen dir 2 saftige Punkte, die über deine Zukunft entscheiden, flöten. Denke weise. Kann man weise denken? Entweder man ist dumm und denkt dumm oder man ist klug und denkt klug. Kommen wir zur Auflösung, meine Freunde. 1275 Gold ist leider falsch. 1200 ist ebenfalls falsch. 1250 ist die falsche Antwort. Denn die richtige Antwort ist 1225 und damit herzlichen Glückwunsch an alle Gewinner und Pech an alle Verlierer. Ich habe euch gewarnt. Ihr wolltet nicht auf mich hören. Frage Nummer 5. Der blaue Mann wohnt im blauen Haus. Der gelbe Mann wohnt im gelben Haus. Der ultraviolette Mann wohnt im ultravioletten Haus. Wer wohnt im grünen Haus? Die Frage ist halt echt einfach. Holy shit. Later! Pia, hörst du bitte auf, abzuschreiben? Du weißt die Antwort auch selbst. Denk mal ein bisschen nach. Die richtige Antwort, meine Freunde, ist natürlich der grüne Mann. Wer hätte es gedacht? Und wer ist der grüne Mann? Das ist Zack. Ja. Natürlich könnte man hier jetzt sagen, ja, aber Herr Lehrer, was ist mit Maokai? Also erstens ist Maokai kein Mann, sondern eine fucking Pflanze, ein Baum. Der wohnt in kein Häuser, der wohnt in Baum, in Wald. Und ich stelle hier die Fragen. Und die Antworten. Kommen wir zu Frage 6 und 7. Und wie mein Lehrer so schön sagte immer, da ist richtig Fleisch dran, ja? Da ist richtig viel zu holen. Denn ihr könnt bis zu 6 Antworten abgeben und dann ebenfalls genauso auch bis zu 6 Punkte einsammeln und einheimsen. Aber gerade die 6. Frage ist auch nicht von schlechten Eltern, muss ich sagen. Ordnen Sie die folgenden Champions nach Release-Datum. Beginnen Sie mit dem Champion, der als erstes rauskam, und enden mit dem, der als letztes rauskam, also dem neuesten. Erstens, Echo. Zweitens, Draven. Drittens, Camille. Viertens, Aurelion Soul. Fünftens, Darius. Oder auch sechstens, Bart. Die Zeit rennt. Die letzten 2 Sekunden laufen und sind genau jetzt auch ebenfalls vorbei. Das heißt, jetzt eure letzten Möglichkeiten angeben. Ja, wie wird das Ganze ausgewertet? Das heißt, für jede richtige Stelle bekommt ihr einen Punkt. Sollte vielleicht der erste falsch sein und der zweite und vielleicht auch der
Vierte und Fünfte, aber der Sechste ist richtig, dann bekommt ihr immerhin einen Punkt. Der erste Champion, der herauskam, das war Darius. Dieser kam 2012 im Mai heraus. Der nächste Champion ist kein anderer als sein Bruder Draven, denn dieser kam im Juni 2012 heraus. Der dritte Champion, der herauskam, ist tatsächlich 3 Jahre später erst, also da war wirklich, wirklich viel hinter, Bart im März 2015. Dann haben wir Echo im Mai 2015. Ja, das heißt, hier sind auch schon ein bisschen näher dran. Die nächsten Champions sind einem Jahr später zugefolgt. Das heißt, wir haben Aurelia und Soul im März 2016 und abschließend Kimmel im Dezember 2016. Kommen wir zur siebten und letzten Frage und auch damit die letzte Möglichkeit für euch nochmal Punkte einzuheimsen. Diese Frage wird folgt funktionieren. Ich werde euch einen Begriff nennen und ihr müsst dazu weitere Begriffe nennen, die dazu passen würden. Das heißt, ich sage zum Beispiel Fisch und ihr könntet jetzt sagen, ja, Water. Na, das ist egal, ob ihr Water sagt oder Wasser, das zählt und auch ähnliche Begriffe sind okay. Ihr könntet auch sagen Angeln, na, nur so als Beispiel. Ich denke, damit ist allen klar. Jede Antwort, die ihr gibt, ihr könnt bis zu 6 Sachen aufschreiben, gibt euch, wie schon erwähnt, einen Punkt. Bei der Benotung, muss ich sagen, bin ich sehr, sehr großzügig, denn ähnliche Worte oder Abweichungen sind okay. Das heißt, wenn gesucht wird, Sex haben, dann würde ebenfalls gehen, schnackseln, den Lachs buttern, einen wegstecken, den Beischlaf vollführen, nageln, orgeln, eine Schlange verstecken, Bumsfallera oder einem Storch Arbeit geben. Frage Nummer 7. Wir haben 100 Leute befragt, auf der Straße natürlich, wo sonst, nennen sie Worte, die sie mit der Rolle AD Carry in Verbindung bringen. Ihr könnt bis zu 6 Sachen antworten, jede Antwort gibt euch einen Punkt. Botlane und Carry werden dabei nicht gesucht, die Worte braucht ihr nicht sagen, schreiben, einloggen, buzzern, wegknallen, reinlöten. Kommen wir zur alles entscheidenden Minute. Und zwar die richtigen Antwortmöglichkeiten, die gesucht wurden. Nummer 1. Farmen, CSen, Last Hitten. Ja, das heißt, das sind zum Beispiel Abweichungen. Die sind okay, die gehen. Zweitens. Tilt, Flame, Rage, AFK, Quitten. Den Gegner die Meinung sagen. Die Geige spielen. Oder wie auch immer. Drittens. Late Game. Viertens. Positioning. Fünftens, muss ich nachgucken, One-Shot oder auch sechstens, Damage. Jetzt gibt es natürlich den einen oder anderen, der sagt, ja, Tobi, sag mal, wer hat sich diese Scheiße denn ausgedacht, was sind das für Antwortmöglichkeiten? Ich habe damit gar nichts zu tun, denn wir haben 100 Leute befragt, nennen sie Dinge, die sie mit der Rolle AD Carry in Verbindung bringen. I'm out. Ja, und damit sind wir durch mit dem Quiz. Ihr könnt jetzt oben rechts eure Punktzahl angeben, das heißt, wie viele Punkte ihr geschafft habt. Möchtet ihr natürlich absolut gerne euer Feedback haben, das heißt, fandet ihr es geil, wollt ihr es wieder haben, fandet ihr es scheiße, wollt ihr es nie wiedersehen, das wäre dann ein Grund, es nochmal zu machen. Oder auch generell Feedback, was könnte besser sein, was könnte schlechter sein und natürlich auch, fandet ihr die Fragen zu schwer, zu leicht, zu grün, zu gelb, zu bunt und zu ultraviolett. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag, haut rein, auf Wiedersehen und tschüss, bis dann.